Ladies and Gentlemen, Mauricio und Cousin on Tour. Mauricio, dein Gefährt. Tatsächlich muss ich mir auch einen neuen, glaube ich, holen. Ey, hab ich dir gesagt? Ja. Hast du gesagt? Hab ich gestern gesagt? Hab ich dir gesagt? Roller ist wieder stehen geblieben. Ja. Problem ist, ich fahre, gib Gas und er säuft immer ab. Und dann kannst du nicht mehr antreten. An alle Fachleute, die sich gerade hier auskennen mit Roller, schreibt es mal in die Kommentare. Was ist das? Wie gesagt, also meiner Meinung nach, Stand jetzt, ist es für mich der beste Döner in Berlin. Krass. Stand jetzt. Wie lange kennst du den hier schon? Lang. Ja, den gibt's schon ewig. Also ich kenne den schon lange. Wo sind wir hier? Hauptstraße Schöneberg. Hauptstraße, Ecke Dominikus vorne. Genau gegenüber hier Alte Havanna. Aber Schöneberg. Schöneberg, ja. Alte Havanna, was ist das? Da drüben ist Havanna, alter Club damals. Echt jetzt? Legendär, ja, ja, ja. Ey, guck mal. Mauricio als aller Birdie, du musst ja die ältere Generation, die kennen den auf jeden Fall. Aber warum, der Laden, den gibt es immer, weil es immer noch da steht? Also jetzt die Clubs haben ja eh zu, aber ich weiß nicht, der wird schon wieder aufmachen, aber. Da warst du richtig durchdrehen? Eine Zeit lang, also länger immer durch. Hast du auch getrunken dabei? Getrunken? Ja. Nee, ich habe da immer nur Wasser. Da gibt es nur Wasser. Die schenken keinen Alkohol aus. Ah, okay. Früher. Tatsächlich, als ich vorhin gegoogelt habe, es gibt mehrere in Berlin, ne? Es gibt mehrere, ja. Ich glaube, 2, 3 oder so. Ich weiß es gar nicht, aber locker 2, 3. Ja. Jetzt ist leer gerade. Die warten alle. 176. Wir haben geordert, ne? Wir haben jetzt geordert. Ich habe Kebab und du hast Sandwich. Bin gespannt, Alter. Mauricio hat mies Hunger, ne? Richtig knass. Ich habe nicht richtig gefrühstückt heute extra. Ich habe sehr, sehr gut gefrühstückt. Das hätte ich eigentlich auch filmen können. Mira. Aber wieder richtig Rambazamba auf den Straßen, ne? Richtig voll. Wie gesagt, man muss sagen, als ich vorhin auf Mauricio gewartet habe, war die Hütte richtig voll. Es war eine Schlange bis zu dem Auto, denkst du? Ich habe hier irgendwie immer Glück. Echt? Ja, ich habe immer Glück. Naja, ey, ganz ehrlich, hätten wir uns vorher getroffen, 15 Minuten, hätten wir mies gewartet. Dann hätten wir locker eine halbe Stunde warten müssen. Sie meint jetzt auch 10 Minuten, aber 10 Minuten ist ja super easy. 10 Minuten ist nichts. Ey, wir können auch da hin oder da. Ja, komm, lass uns um die Ecke gehen, komm. Choc Güzel. Das Krasse ist, Greetings auch an wen nochmal? Wer hat geschrieben in der Videobeschreibung? Check Rühren. Lars, Grüße an dich. Hauptstraße 133 in 10827 Berlin. Was ist der nächste Step? Ich weiß ja nicht, worauf du so Bock hast, so auf welche Küche. Alles. Ja, man kann ja auch mal ein bisschen was Spezielles ausprobieren. Hier, Potsdamer Straße gibt es ein afrikanisches Restaurant. Okay. Ist auch gut. Wir waren auch mal geil afrikanisch essen, da gab es so eine richtig geile große Platte. Das Fleisch war auch mehr so breiig. Du hast immer so Brot durchgezogen, war geil, Mann. Ich liebe es ja, wenn du so viele verschiedene Spots hast, weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. So sind 10 Minuten schon um, ich werde langsam nervös. Echt jetzt? Hast du richtig Hunger, ne? Richtig Hunger. Aber genau, bei mir ist eher so dieser, ey, wenn ich Hunger habe, bin ich unausstehlich, Digga. Oh, shit. Eigentlich brauchen wir Trommelwirbel. Maritz sagt, das one ist der krasseste Döner in Berlin. Ja. Das Sandwich. Ja. Alter, muss ich kurz sacken lassen. Ihr könnt auch alle auf Instagram folgen. Ich weiß jetzt nicht genau, aber einfach Rühren bei Instagram eingeben und dann einfach mal ein Follow lassen. Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Kennst du verschlucken? Kenn ich. Der Geschmack ist wirklich sehr, sehr krass. Nicht so pappig, das ist so alles so. Das ist das, ey, ganz ehrlich, das Hauptproblem beim Döner finde ich oft. Das ist auch einfach halt reingeballert, also jetzt nicht lieblos reingeballert, aber es ist halt einfach ein Ding so. Weißt du, ich meine? Ja. Und auch wenn du reinbeißt, ist es so eine Blöcke, nicht mit Soße überböllert. Nee, die machen nur an den Seiten von Brot und dann ist es nicht so, wird nicht so matschig. Zitrone noch drin? Schmeckt halt alles raus. Das würde ich sagen, ist ein Dönergenuss, Alter. Was sagst du im Vergleich zu Superhahn? Mein Problem ist, dass ich Superhahn überkalt habe. Wenn du zu oft isst. Hast du überfressen? Ja. Kenn ich. Deswegen muss ich dir tatsächlich jetzt sagen, ja. Das ist eher auf Rang 1. Wirklich? Ja. Dann kommt mir direkt eine Träne. Ich würde die sogar beide auf die ersten Treppe, Digga. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Jeder für sich. Das ist ein anderer Style. Ja, beide Platz 1, Digga. Na klar. Einer der wenigen Döner, wo du reinbeißt und jede Komponente schmeckst. Ne? Keine Soßenüberflutung. Ja,
Fazit? Kommen wir zur Punktevergabe oder was? Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dir auch gerade schon gesagt, als die Kamera nicht gelaufen ist. Digga, ich habe schon gedacht, bester Döner ist so eine Ansage. Also so ein Döner, wo du jede Komponente rausschmeckst. Ey, ich hatte jetzt den Fleischgeschmack im Mund. Im anderen Kauwinkel hatte ich die Minze, da hatte ich die Zitrone. Das ist einfach krass. Freut mich. Also Leute, wie gesagt, für mich immer noch, ich habe es vorhin schon gesagt, Rüham und Superhahn auf der 1, wobei Rüham schon aktuell, weil ich zu oft Superhahn mir reingeböllert habe. Da gehen wir aber auch noch hin, den musst du auf jeden Fall auch noch dir reinspeisen. Auf jeden Fall. Geschmack, Punkte, Vergabe. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach eine gute 2 von 5. Nein, man, natürlich, ey, was soll ich sagen? Ey, das ist Geschmack, eine 5 von 5. Ich glaube, ich habe wenig bis kein Döner gegessen, wo du jede Komponente so schmeckst. Ich habe jetzt auch gar kein Unwohlgefühl. Weißt du, wie oft ich einen Döner reingeballert habe, egal wo? Und es ist so dieses, ey, roll mich mal im Schubkarren heim so, mäßig. Also? 5 von 5. 5 von 5. Meine, ja, Digga. Ja, von mir auch. Ey, das wundert mich jetzt bei dir. Ja? Ja. Ich habe kurz überlegt, aber nee. Nee? Gleich wieder Meinung geändert. Klare 5 von 5. Leute in Berlin oder Leute, die in Berlin gut essen, schreibt das in die Kommentare. Preis, Leistung. Kann ich nicht sagen, Marit hat bezahlt. Danke dafür. Was hat das gekostet? Ein bisschen teurer als normaler Döner, aber gerechtfertigt. Aber was hast du bezahlt? Ich glaube... Du hast ein Ei ran gehabt, ich habe ein Wasser gehabt. 4,70, glaube ich, für den Döner alleine. Deiner waren... Ehrlich jetzt? 4,10 Euro, glaube ich. Ja, aber das finde ich null teuer. Für so einen Döner, so eine Qualität? Wobei, ey, ich habe auch schon in Berlin Döner für 2 Euro gegessen, ne? 2,50. Geht auch, ich habe schon für 1,50 gegessen. Aber... Da weiß ja, was drin ist. Bei 1,50 war danach richtig Kesselheimer und so, oder? Für damalige Zeiten war das auch schon, war okay. Na klar. Preis-Leistung? Ganz ehrlich, sag ich auch eine 5 von 5. Ich sag dir, wie es ist. Das ist eine Ansage. Ja, ich habe mir es teurer vorgestellt. Die Qualität... Das ist ja Kamera und die Kamera filmt uns. Und die filmt nur uns und mir Schwätze dabei. Ist das ein Problem bei Sie? Ich soll die Grüße von Mike Müller. Ich bin mal gespannt, wann richtig noch neue Insider-Döners in die Kommentare geschrieben werden. Ey, ja, bitte. Lass das da, irgendwie Anregungen, neue Spots. Preis-Leistung, was sagst du? Ja, auf jeden Fall auch eine 5. Ist fair, wirklich. Du, das Krasse ist, Maric, du hast ja vorhin auch gemeint, film mal drin, aber ich will nie so Leute abfacken oder wenn jemand reinkommt. Jedenfalls, also wie gesagt, ich bin immer so undercover, aber das Geile ist, du kannst da das Brot aussuchen. Maric, haben wir ja vorhin gesagt, hat sich so ein Sandwich-Brot, eher so ein längliches. Ich habe mir normal ein Kebab-Brot. Gibt es noch eins eigentlich? Es gibt die, so ein Lamacho noch mäßig, oder? Ich glaub, oder Dürüm-mäßig, oder? Ich glaube, Dürüm gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, weil da drei Dinger an der Kasse sind. Einmal das Brot, dann Sandwich und noch irgendwas. Jetzt kommen wir zum Service. Freundlichkeit, Wartezeit auf jeden Fall. Wenn man schlechtes Timing hat, muss man schon mit einer halben Stunde insgesamt mit anstehen, Bestellung. Hattest du das schon mal? Ja, halbe Stunde hatte ich schon mal. Wie gesagt, ich hatte bis jetzt eigentlich größtenteils immer Glück. Es ging immer ruckzuck. Schnell rangekommen und jetzt haben wir, wie lange haben wir gewartet? 10 Minuten? Ja, Mann, das war wirklich. Aber ich hab's dir gesagt, ich stand da vor dem Laden und es war bis zum Auto aus draußen die Schlange so. Ja. Freundlich waren die schon, Mann. Die waren sehr, sehr freundlich. Die sind auch, die arbeiten so. Die haben immer einen Spruch auf Lager und Die sind jetzt nicht so zack, 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 sondern man kann auch mit denen kurz quatschen so. Die sind wirklich nett. Wir geben jetzt hier noch ein Special Hoodie für Service und Freundlichkeit. Würde ich machen, ja. Wir sitzen übrigens hier beim Stadtbad Schöneberg. Ja. Wir, geschlossen ist. Die Stadtbäder, ach so, komplett geschlossen, for life? Ja, Indoor, ja, also die Freibäder sind offen. Weil Maric hat mir letztes Mal beim Tempelhofer Feld gesagt, da ist das Kolumbiabad und ihr glaubt nicht, ich habe dann immer gefilmt, aber als wir zurückgefahren sind, Digga, was da für eine Schlange war. Für mich, wenn jemand fragt, ey, war es immer Superhahn, jetzt ist es ganz klar Superhahn und Rüham. Put Cuisine on Tour, Folge Nummer 5 war das jetzt, ne? Ich hoffe, wir machen, ey, ich hoffe, irgendwann kann man auf keine Ahnung, wie viele Folgen zurückblicken. Und weil dann guckst du einfach in die Playlist Hood Cuisine on Tour, so, ey, wo gehe ich heute essen? Genau, kann man sich inspirieren lassen. So. Aber ja, in diesem Sinne, wir werden auf jeden Fall jetzt noch verdauen. Maric wird sich heute Abend die EM reinzwirbeln. Auf jeden Fall wieder tausend Dank für diese Idee, Mann. Na klar. Na klar. Bleib gesund, Alter. Bleib positiv. In diesem Sinne, Hood Cuisine on Tour Nummer 5. Mit Maricho im Gebäude. Tak, tak, tak. Ich würde gerne alles verlinken von Maricho, aber Maricho hat alle sozialen Netzwerke gelöscht. Ja. Bis ganz bald. Wir sind raus. Ahoi.